alle anderen Tiere, die ich bis jetzt so habe, so alle Eternal-Tiere dagegen, sind eigentlich ein Witz. Wenn ich das mal mit dem hier vergleiche, ne? Der ist einfach der King. Der King of Kings ist der hier. Der Giga. Das gibt's gar nicht, ey. Wie riesig der auch ist. Und wie viel Schaden er macht, wie viel Leben er hat. Huch. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. Und in der letzten Folge ist es uns gelungen, ihn zu zähmen, den Brei-Giga, den wunderschönen, der 20.000 Damage pro Biss macht. Wir schauen uns jetzt gleich mal die Stats an, die der jetzt hat nach dem Zähmen. Ganz wichtig, wir gehen mal hier ran und gucken mal rein. Das interessiert mich jetzt mal. Der hat 29 Millionen Leben. Oh! Der hat 739 Mini-Damage. Oh Baby, das ist nice. Das ist Musik in meinen Augen. Okay, dann würde ich doch mal sagen, der hat jetzt hier auch ein Medium-XP-Potion. Dem gebe ich gleich. Oh, jawohl, jawohl, jawohl. Warte mal, wir geben dem mal hier Mini-Damage, ne? Schön Mini-Damage. Dass er hier 1000% kriegt. Ja. Jawohl, ja. 960% Mini-Damage. Nice. Das ist super. Wisst ihr, was wir jetzt tun, meine lieben Freunde? Wir lassen den jetzt mal hier stehen. Ich habe hier Betten aufgebaut und eine Kiste. Das kann nur eins bedeuten. Ich habe einen wohlfeilen Plan. Wir fliegen jetzt ganz schnell mit unserem Gift-Speed-Drachen zurück zur Base, bauen dort einen Sattel für den Giga, fliegen wieder hierher, liefern den Sattel hier ab, fliegen wieder zurück mit dem Drachen, dann transferiere ich mich quasi ohne Zeug wieder hierher übers Bett und dann reite ich mit dem Giga nach Hause. Da müssen wir den Drachen nicht hinterherziehen. Das ist jetzt der große Plan. Und ich nehme hier nur noch ein paar seltene Blumen mit, weil sie hier gerade wachsen. Dann kann ich nämlich wieder Regen-Potions machen. Dann haben wir jetzt ja einige wieder verschleudert. Und dann fliegen wir mal zurück. So, wir müssen hier rüber fliegen. Ganz fixe. Dann machen wir diesen Prime-Giga-Sattel. Oh, guck mal, das Weihnachtsdorf. Es existiert noch. Es ist nicht aufgefressen worden oder so. Hätte man ja fast glauben können, dass es mal irgendwann aufgefressen wird. Aber es lebt noch. Ja, es lebt noch. Ja, es lebt noch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss, glaube ich, den Sattel auch erstmal freischalten. Kann das sein? Mal schnell Cookie-Cookie machen. Das ist dann Alpha Giganotosaurus, genau. Oh Gott, mal gucken, wie viel der dann kostet, ne? Müssen wir gleich mal schauen, ob ich das auch alles am Start habe. Das ist ja wieder die nächste Frage, ob ich den mal eben schnell machen kann oder ob das jetzt hier eine 3-Stunden-Aktion wird. Mal gucken. Müssen wir jetzt mal untersuchen, meine lieben Freunde. Untersuchus Maximus. So, jetzt mal gucken, ist hier irgendwie ein Boss wieder gespawnt in der Nähe der Base? Nö, nee, sieht sauber aus. Alles clean. Alles clean, alles clear. Landen wir mal hier. Wo es ist clear, landen wir mal hier. So, jetzt schauen wir mal hier. Das müssen wir hier drin machen. Herstellung. Sättel. Alpha Giganotosaurus Sattel. Jawohl, wir können genau einen herstellen. Wie gut ist denn das bitte? Aber wenn ich hier noch ein bisschen, ja genau, Hide nachlege, dann klappt das auch noch mit noch mehr. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. So, wir brauchen aber nur einen erstmal. Flupp. Und schnell weg hier. Ah, lass mich doch die Tür zumachen. Nein! Hallo? Nein, er lässt mich die Tür nicht zumachen. Er schiebt mich hin und her. Hör auf! Ich will mich veralbern hier. Und weiter geht's. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Wie muss ich jetzt fliegen? Darüber. Schön hier so mitten rein. So, genau. Jetzt geben wir dem Giga schnell den Sattel. Dann fliege ich wieder zurück. Dann parke ich den Drachen erstmal in der Base. Und dann machen wir mit dem Giga den Rückweg. So, was ist das für ein umständlicher Weg, werden jetzt einige fragen. Das führt einfach dazu, dass ich mit dem Giga nicht den Drachen noch hinterherziehen muss. Beziehungsweise umgekehrt, ich muss mit dem Drachen nicht den Giga hinterherziehen. Sonst ist das nämlich immer so anstrengend, wenn man die Viecher mal hinter sich herziehen muss jedes Mal. Ich mag das immer nicht so. Dann verbacken die sich irgendwo, dann locken sie irgendwelche Viecher an, die dann wieder aggro werden oder so.
Ja, deswegen mache ich das lieber so. Dann habe ich Ruhe, dann habe ich ein Tier, mit dem ich unterwegs bin. Und dann läuft das. Das ist der Plan jetzt. Oh. Ich muss sagen, das war auch teilweise echt knapp letztes Mal mit dem Giga. Wenn er im Wasser eingeschlafen wäre, ne? Dann wäre der einfach ersoffen, glaube ich. Das wäre gar nicht so gut gewesen. So, was haben wir hier? Ein Dödi. Aber das Dödi macht hoffentlich nichts. So, dann geben wir dir mal den Sattel. Sattel aufziehen. So, jetzt hat er natürlich nochmal mehr Resistenz auch, ne? Ganz wichtig. Okay, jetzt lassen wir ihn hier wieder stehen. Jetzt parke ich den Drachen zu Hause. Aber warte mal, vielleicht sollte ich die Betten auch umbenennen, damit ich die auch schnell identifizieren kann. Das ist Gigabett 1. Und das ist... hallo? Gigabett 2. Eine Kiste habe ich hier auch abgestellt. Warte mal, eigentlich ist das total schlau. Ich könnte jetzt da meine Klamotten reinpacken. Zumindest die wichtigen, die ich anhab. Man kann die dann, wenn ich hier spawne, wieder anziehen gleich. Da schmeiße ich auch gleich mal hier meine Skins weg. Brauchen wir alles nicht. Genau, da packe ich jetzt einfach mein gesamtes Inventar. Scheiße, ist ja nur eine kleine Kiste. Pack jetzt trotzdem das meiste da rein. Aber warum packe ich das rein? Das brauche ich gar nicht. Ja, genau, das packe ich jetzt da rein. Den Rest, den lasse ich einfach zu Hause dann. Das meiste muss ich eh abliefern. Okay, und dann haben wir nämlich gleich auch eine Ausrüstung, mit der wir hier gleich direkt was anfangen können. Das ist doch gar nicht verkehrt. Also nochmal zurückfliegen. Und jetzt bloß nicht vergessen, wenn ich neu gespawnt bin, die Sachen aus der Kiste zu nehmen, ey. Ich bin so ein Kandidat, ich vergesse das dann wieder. Was wollte ich denn nochmal machen, als ich hier gespawnt bin? Vor 5 Minuten war das erst. Ich habe es trotzdem schon wieder vergessen. Nö. Wäre nicht das erste Mal. Ich vergesse es bestimmt wieder. Ich darf es nicht vergessen. Ich muss die Sachen aus dem Inventar, aus der Kiste rausholen. Die Sachen aus der Kiste rausholen. Die Sachen aus der Kiste rausholen. Die Sachen aus der Kiste. Das war's mal. Rausholen, genau. Ganz wichtig, wie man den Affen schon von hier eingeblendet sieht. Guckt mal, man sieht den jetzt. Das ist das einzige Tier, was man von so weit schon sehen kann. Alles andere wird später reingeplöpst. Okay. Lande den Drachen mal hier so zwischen den anderen Tieren. So, dann laden wir noch schnell die Sachen aus, die wir jetzt noch im Inventar haben, sinnloserweise, und die wir eigentlich gar nicht brauchen. Zum Bleistift das Zeug, diese ganzen Rüstungen hier, das Werkzeug, das Zeug, das, die Kristalle, die DNA, die Betäubungspfeile, das Zeug, das Prime Meat, das können wir im Kühlschrank packen, komm. So, packen wir das mal hier rein, das da rein, die Potions, packe jetzt auch mal in den Kühlschrank, die müssen nicht unbedingt im Kühlschrank sein, aber ist jetzt egal, jetzt sind sie erstmal, huch, aus dem Inventar raus, ich muss mal schnell trinken, wunderbar, kurz mal kacken und dann machen wir mal schnell den Transfer, also von der Seite muss ich hoch, hallo, jetzt, wer steht denn da vor der, okay, das ist nur mein Dodorex, ich wollte gerade sagen, wer steht denn da vor der Tür, Schnellreisen. Da. So, wo ist es jetzt? Gigabett 2. Na, wir spawnen erstmal bei Gigabett 1. Wir wollen ja die Reihenfolge bewahren, nicht wahr? So, da sind wir gespawnt. Und jetzt wollten wir etwas tun. Oh, scheiße. Die Sachen aus der Kiste nehmen. Schnell weg. Schnell erstmal auf den Giga. So, da kann mir erstmal schon mal nichts passieren. Jetzt ziehe ich mich schnell an. Flupp, 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 flupp. Und den Regen-Potion. Ah, ich gebe dem Giga mal auch ein paar Regen-Potions, ne? Falls wir jetzt doch auch einen übermächtigen Gegner treffen. Nicht ernsthaft, oder? Der wollte mich gerade angreifen, der Spino. Was geht mit dem? Aber 40.000 Damage, was will er da machen, ne? So, jetzt haben wir 30 Millionen Leben auf den Giga. Und 965% Medi-Damage. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie genau komme ich jetzt hier eigentlich aus dieser Misere hier raus. Wie kommt man jetzt hier eigentlich wieder nach oben? An welcher Stelle? Jetzt müsste ich das Gelände besser kennen. Leider kenne ich das Gelände hier so kaum. So, wir snacken hier alles weg, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, ne?
Ja, ist klar. Der wilde Giga, der ist hier durchgelaufen durch diese Gerippe hier. Und ich bleib natürlich hängen, wenn ich mit dem da durchlaufen will hier. Kann ja alles nicht wahr sein, ey. So, Moment. Skillen. Immer schön skillen. Okay, meine lieben Freunde, also ich vermute mal, die Bossfights werden ab jetzt spätestens kein Problem mehr sein. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass die jetzt noch ein Problem sein werden. Generell kann ich mir auch nicht vorstellen, dass überhaupt noch irgendwas ein Problem sein wird. Mit diesem wahnsinnigen Giga hier. Ich meine, 30 Millionen Leben. 30 Millionen Leben. Und sobald er auf 1000% Midi-Damage ist, gilt er auch nochmal weiter auf Leben. Wer will denn jemals 30 Millionen Leben runtergedrückt kriegen? Ich meine, unser bester Rex, der hat ja gerade mal 5 Millionen oder so. Das ist der Wahnsinn, dieses Tier hier, das ist der absolute Kracher. Der schneckt sogar die Viecher mit einem Haps weg, ey, das ist einfach irre. Unglaublich ist das. Guckt euch das mal an hier. Okay, da musste ich jetzt zweimal zubeißen. Da nur einmal. Ja, hallo, was denn hier? Simple Terror Bird will mir hier was anhängen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Melee Damage. Immer schön Melee Damage skillen. Der kriegt auch mehr Prozent als so ein Rex bei Melee Damage, oder? Wenn ich den skille. Kommt mir fast so vor. Okay, jetzt gehen wir mal rechts hoch. Weil ich töte die Viecher ja schon alleine, wenn ich nur drüber laufe da. Wenn ich da mal schnell drüber renne. Oh nein. Aber die Steine sind immer noch der Endgegner. Nein! Nee! Oh Gott, jetzt bloß nicht Fallschaden kriegen. Ganz schlechtes Karma wäre das. Das wäre richtig blöd. Weil Fallschaden ist immer noch der größte Gegner. Weil ich glaube, dieser Giga hier, der hat trotzdem auch noch seinen Rage-Mode. Und wenn er natürlich durch Fallschaden immer noch 50% seines Lebens verlieren sollte, dann rage er natürlich, ne? Dann rage er instant. Dann bin ich tot. Aber so richtig tot. So mausetot. So ein Elemental Fire Rex ist einfach mal mit zwei Bissen platt. Ah. Oh yeah, baby. Nice. Es ist so toll. Om. Nom. Nom. Au. Da. Schön. Das ist so schön. Es ist so gemein und so schön. So ein gemeines, großes, garstiges Tier. Ja, ne? Also da sind jetzt eigentlich alle anderen Tiere, die ich bis jetzt so habe, so alle Eternal-Tiere dagegen, sind eigentlich ein Witz. Wenn ich das mal mit dem hier vergleiche, ne? Der ist einfach der King. Der King of Kings ist der hier. Der Giga. Das gibt's gar nicht, ey. Aber wie riesig der auch ist. Und wie viel Schaden er macht, wie viel Leben er hat. Huch. Oh, das war Fallschaden. Wie viel hat er gekriegt? Gar nicht mal so viel, okay. Aber der Fallschaden ist doch prozentual auch eigentlich, oder nicht? Wäre natürlich geil, wenn es nicht so wäre. Da müsste ich mir über Fallschaden eigentlich auch keine Gedanken mehr machen. Oh, ein Palmbär. Soll ich mal... Ah nee, ich will die Bären nicht töten. Aber da ist ein Wolf. Ein Giftwolf. Ah, ich weiß genau, dass du es nicht schaffen wirst, mich zu bezwingen. Aber der hat jetzt schon länger gebraucht irgendwie, ne? Also die Giftviecher sind, glaube ich, auch irgendwie resistent. So ein bisschen. Da ist ein Prime-Kano. Müssen wir töten. Immer schön töten. 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 Jawohl, Dino-Blut. So, jetzt haben wir wieder Level. 1, 2, 3, 4. Okay, 1000% Mini-Damage. Ich glaube, besser wird's nicht. Dann geben wir ihm jetzt nochmal Leben. Wir können ihn ja vielleicht mal versuchen, auf 40 Millionen Leben hochzubringen. Kann, glaube ich, auch nicht verkehrt sein in manchen Situationen. Zum Beispiel Bossfights. Mir wurde auch schon gesagt, dass angeblich der Gigant, also der Giganotosaurus im Bossfight, dass der angeblich total easy zu besiegen sein soll. Der soll bei weitem nicht der stärkste Gegner sein. Sogar noch leichter als das Rhino soll der zu besiegen sein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich werde mir das auf jeden Fall bei Gelegenheit angucken bei nächster. Soll ich mal den Prime-Giga da drüben töten? Ja, warum gucke ich überhaupt durchs Fernglas? Dass der keine Chance hat, ist doch klar.
meine, guckt euch das mal an hier. Wie crazy verrückt das ist. Der ist jetzt schon blutig. Der ist jetzt schon am Ragen. Und gleich ist er platt. Da ist er tot. Wie viele Bissen hat das jetzt gebraucht? Nicht viele auf jeden Fall. Da sind Feueralos. Was soll ich doch 1100% Mini-Damage geben? Ich weiß nicht. Ja, so viel machen wir jetzt. Und dann nochmal Leben. Wunderbar. Nice, nice. Nice, 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 nice. Boah, in der nächsten Folge, sage ich euch, meine lieben Freunde, machen wir einen Bossfight mit dem. Aber sowas von. Das will ich ausprobieren. Das will ich unbedingt ausprobieren. Okay, den Argentavis habe ich jetzt nicht erwischt. Oh, das Känguru sieht interessant gefärbt aus. Es hat einen hellen Rücken, einen beigefarbenen Rücken und einen braunen Bauch. Tot. Tot. Hahaha. Ha, ha. Ja gut, soviel zum Thema Zähmgehege, ne? Für die Prime-Wyvern, die keiner mehr braucht. Die Prime-Wyvern brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Nachdem wir jetzt dieses Tier hier haben, brauchen wir eigentlich generell kein anderes Tier mehr, glaube ich. Sind jetzt alle arbeitslos geworden. Mit einem Schlag, so ist das. Heutzutage in der modernen Gesellschaft. Mit einem Schlag ist er arbeitslos hier. Bam. Nice. So, jetzt muss ich mal gucken. Waren hier nicht noch ganz viele Dodorexe gewesen? Das wäre mal so ein netter... Ah, guck mal da. Erstmal hier die Katzen wegmachen. Also eine Katze hält doch ganz schön viel aus auch, ne? Obwohl wir jetzt hier 50.000 Damage reinknallen pro Biss. Schon ziemlich heftig. Aber der Dodorex ist jetzt der nächste. Komm her mal her. Oh, der macht aber trotzdem noch ganz schön viel Aua. Ich hoffe, dass der Giga jetzt nicht raged. Ja. Mit seinem Feuerschaden macht er doch ganz schön viel. Autsch. Muss ich tatsächlich den Giga hochheilen. Wieso stirbst du nicht? 50.000 Damage, hallo. 50.000, ich wollte gerade sagen, alter Schwede. Okay, also der Dodorex, der ist nicht zu unterschätzen immer noch. Das ist anscheinend dieser, ja, der Feuerschaden, der ist ja prozentual, ne? Okay, also Dodorex müssen wir ernst nehmen. Dürfen wir nicht unterschätzen auf jeden Fall. Nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ich würde sagen, da macht es dann doch mehr Sinn, weiter Mini-Damage zu skillen, damit wir sie schneller platt kriegen, oder? Anstatt jetzt Leben zu skillen. Leben macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Weil das wird ja beim Boss dann auch das Problem, dass er dann Feuerschaden macht, der dann prozentual auf das Leben wirkt. Da kann ich noch so viel Leben haben. Das bleibt halt immer gleich, der Lebensverlust. Ich bin aber ehrlich gesagt gerade erstaunt, dass der Prime Giga jetzt nicht geraged ist in dieser Situation. So, jetzt nehmen wir hier nochmal einen Regen Potion. Ich hätte jetzt gedacht, dass der raged. Deswegen habe ich auch schnell noch den Potion reingeknallt. Weil er hat ja jetzt ganz schön schnell, ganz schön viel Damage gekriegt. War schon jetzt irgendwie erstaunlich, dass er jetzt nicht ausgerastet ist. Irgendwie. Jetzt vorsichtig, hier ist ein Wendekreis, der nicht zu unterschätzen ist. Ja, sehr gut. Irgendwelche Gegner? Nee. Ah, doch, hier so eine Katze. Eine normale Katze. Haha. Weggeschneckt. Irgendwas Gefährliches hier? Ah, komm, den Kano da, den machen wir noch platt. So, wie viel Damage? 50.900. Muss auch mal zwischendurch gucken, habe ich eigentlich... Ah, guck mal, ich habe da XP-Potions gekriegt. Was sind das hier? Alpha Direbear Sattel Infernal, nicht schlecht. So, dann nehmen wir das mal. Und das mal. Und weiter Mini-Damage. Immer Mini-Damage jetzt. Leben lohnt sich, glaube ich, nicht. Leben sind verschwendete Punkte. Okay, wir haben einen Prime Giga, meine lieben Freunde. Einen Prime Giga. Aua. Ist er jetzt eigentlich schon voll hochgelevelt? Scheiße, der ist schon voll ausgelevelt. Okay. 1065% Mini-Damage hat er. Dann, ja. Können wir ja mit dem Bossfights machen jetzt, ne?
Vielleicht noch schnell hier das Dino-Blut sichern. Das hier auch noch sichern. Den Sattel vielleicht auch noch sichern. Den können wir den Bären geben. Habt ihr mir ja auch gesagt, der Prime-Bär, der soll richtig gut sein eigentlich. Den soll ich auch mal benutzen für irgendwas. Dann parken wir mal kurz den Giga hier hinten. Und laden mal kurz das ganze Zeug aus, was wir jetzt haben. Der Drache hat ja, glaube ich, auch noch ein bisschen cooles Zeug drin. Und vielleicht sollte ich den Tabejara mal innen abstellen. Könnte auch relativ schlau sein, falls wieder irgend so ein Boss hier vorbeikommt. So, komm mal her, Tabejara. Also der Drache ist definitiv jetzt auch ein sehr nützliches Tier, muss ich sagen. Wenn es um das Betäuben geht. Kann ich den Drachen hier drin parken eigentlich? Das wäre mal eine interessante Fragestellung. Falls ihr euch gerade gefragt habt, was das ist, das habe ich schon in einer Folge mal vorgestellt, was ich gerade gemacht habe. Das ist der Tech-Aufzug. Das ist ein S-Plus, ja, Tech-Strukturelement. Da kann man sich quasi hochbeamen zur nächsthöheren Ebene. Okay, jetzt müssen wir mal vorsichtig versuchen, da reinzufliegen. Das hat natürlich nicht geklappt. Ist aber auch wie die Nadel zu treffen auf dem Nadelkopf. Okay, ja, gut, 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 gut. Nein, 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 nein. Ja. Aber ich glaube, er passt da oben gar nicht rein. Mensch. Nein, hör auf. Jetzt, nein. Ja, okay, alles klar, jetzt rückwärts. Oh, reinfallen, komm. Nee, er passt da nicht rein. Ja gut, da muss ich ihn unten parken halt. Muss ich ihn halt hier innen drin parken. Weil ich möchte nicht, dass der, wenn jetzt hier ein Boss angeflogen kommt, Dodorex oder so, möchte ich nicht, dass der hier irgendwie drauf geht. Hallo? Der wird dann nämlich wahrscheinlich angegriffen, der Drache. So, verhalten. Passiv, genau. Da haben wir ihn schon eingestellt. Korrektamente, damit er nicht ausrastet. Dann machen wir das Türchen zu. Haben wir nämlich unsere wertvollsten Poison-Tiere erstmal gesichert. Den Giga, den stelle ich jetzt auch mal schnell auf Passiv. Weil wenn hier ein Dodorex kommt, sollte der, glaube ich, nicht auf ihn losgehen. Passiv. Weil wir haben ja gesehen, das zieht doch einiges an Damage ab. Das ist doch gar nicht so ohne. Okay, ich mache mal oben noch die Tür zu. Und dann würde ich sagen, können wir uns ja schon mal auf den Bossfight einrichten, auf den nächsten, der dann passieren wird mit Giganotosaurus, mit Prime Giganoto. Da bin ich mal sehr gespannt, meine lieben Freunde, ob das dann besser läuft. Ob wir das schneller hinkriegen, so einen Boss zu töten. Oder ob wir da jetzt wieder ganz viel Zeit investieren müssen in einen Boss. Weil es hat ja jetzt fast immer eine halbe Stunde gedauert, so einen Boss zu besiegen. Und das ist schon ganz schön krass, wie ich finde. So, habe ich hier jetzt eigentlich die seltenen Blumen abgelegt? Genau, da machen wir gleich nochmal Potions. Die nur ohne... Ach was, ich kann die XP-Potions herstellen? Okay. Aber die anderen sind wieder nicht freigeschaltet. Moment. Oder? Hä? Wird hergestellt an die Eternal Workbench. Moment mal, wieso... Ach, Konsumgüter war das, genau. Ja. Ich verwechsel das immer wieder. Genau, seltene Blume. Gibt's jetzt eigentlich ein Sauerstoff-Potion? Elemental Evolution Potion? Fuel for Elemental Ice Evolutions. Crossed Elemental Energy... Cursed Evolution, Demonic Energy, Demonic Energy, Infernal Potion. Brauche ich aber 5 Seelen dafür. Gibt es nicht irgendwie noch einen Sauerstofftrank? Dann könnte man nämlich nochmal da durch diese Unterwasserpassage durch. Gibt es glaube ich nicht. Okay, egal, meine lieben Freunde, das reicht jetzt hier an der Stelle. Ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. Und dann werden wir mit diesem wahnsinnigen
Prime Giga einen Bossfight absolvieren. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich kann es kaum erwarten. Mal gucken, welchen Boss wir uns dann vornehmen. Bis zur nächsten Folge Axe Survive the Wolf mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. Bis dann, ciao, ciao.